In fast allen unseren Gärten hat sich der Buchsbaum etablieren können. Ob als Einzelstrauch, als Solitär oder als Hecke, ist ein wichtiges Gartengestaltungselement geworden. Leider hat sich seit einigen wenigen Jahren der Buchsbaumzünsler breit gemacht. Ein ganz besonderer Schädling. Wie Sie ihn ökologisch bekämpfen und zurückdrängen können, das zeigt Ihnen jetzt gleich Natur im Garten leicht gemacht. Gregor, du als Natur im Garten-Experte und Biologe kannst mir bestimmt erklären, woran es liegt, wenn mein Buchsbaum kahl gefressen ist. Das ist der Buchsbaumzünsler, ein recht hübscher Schmetterling, dessen Raupen leider den Buchsbaum sehr kahl fressen und dem auch sehr schaden können. Okay, und woran bemerke ich, dass ein Buchsbaumzünsler in meinem Buchsbaum vorkommt? Man muss entweder regelmäßig kontrollieren, weil leider die Raupen den Buchsbaum von innen nach außen fressen. Das heißt, wenn ich von außen die Raupen sehe, ist es schon zu spät. Es gibt aber jetzt auch Pheromonfallen im Handel, wo ich die Männchen oder einen Teil der Männchen einfange und dann rechtzeitig bemerke, dass Buchsbaumzünsler da sind. Das ist aber keine Bekämpfungsmaßnahme, sondern nur ein Monitoring. Mhm. Ich weiß, 3 Wochen nachdem ich die Männchen gefangen habe, schlüpfen die letzten Raupen aus dem Ei. Okay, das heißt, so kann ich eben feststellen, dass ein Befall vorhanden ist. Was kann ich jetzt ökologisch dagegen tun? Am besten ist es, einfach die Raupen zu entfernen. Das kann ich zum Beispiel mit einem Hochdruckreiniger tun, mit einem scharfen Wasserstrahl. Der Buchsbaum ist fest und elastisch genug, dass er das aushält. Ich kann aber auch mit Mitteln arbeiten. Natürlich gibt es biologische, zum Beispiel ein Bakterium, das Bacillus thuringiensis, das eine Raupenkrankheit ist. Und ich kann ein Extrakt aus diesem Bakterium machen, mit nicht lebenden Bakterium, wir wollen ja nicht die anderen Schmetterlinge umbringen, und damit die Raupen bekämpfen. Jetzt gibt es aber auch noch die Möglichkeit, andere Mittel zu verwenden, Neem zum Beispiel. Das soll man aber nur tun, wenn der Buchsbaum nicht blüht, weil man sonst die Blütenbesucher schädigt. Ebenfalls möglich ist die Bekämpfung mit Pyretrum, das ja eines der ersten Biomittel war, die auf den Markt gekommen sind. Nur leider hat Pyretrum sehr viele Nebenwirkungen. Das heißt, damit kann ich auch sehr viele andere Tiere schädigen. Daher empfehlen wir dieses Mittel nicht. Vielen Dank, Gregor, für deine Tipps und deine Erklärungen dazu. Wenn Sie noch weitere Informationen benötigen, schauen Sie auf unsere Homepage www.naturimgarten.at oder rufen Sie beim Natur im Garten Telefon unter der Nummer 02742 74 und 3x3 an.